Moin da draußen! Heute gibt es eine neue Rezension von mir und ich glaube, das ist sogar meine allererste Doppelrezension. Und zwar hat es den folgenden Grund, da ich beide Bücher gelesen habe und sich beide in einer Reihe befinden, wovon ich jetzt nicht weiß, ob die jetzt schon vollständig ist. Von daher nenne ich es erstmal nicht rein Vorstellung oder so, sondern eine einfache Doppelrezension. Und zwar handelt es sich um den ersten Teil, und zwar von Die Tuchvilla von Anne Jacobs, hat 701 Seite. Und den zweiten Teil, der jetzt im November erschienen ist, und zwar Die Töchter der Tuchvilla, auch von Anne Jacobs, hat 734 Seiten. Beide Bücher sind im Blanc-Valais Verlag erschienen und kosten jeweils 9,99 €, ist gleich ein Taschenbuch. Format, da gibt es kein Hardcover dazu. Und warum geht es jetzt in diesem Buch? Um die Tuchvilla natürlich. Und zwar geht es im ersten Teil darum, das beginnt eigentlich mit Marie. Marie ist eine Waise und sie kommt in die Tuchvilla und arbeitet dort als Küchenmagd. Also sie ist ganz unten in der Rangordnung. Und ja, da lebt sie so einiges, was jetzt aber natürlich nicht heißt, dass es jetzt nur dieser Blickwinkel auf Marie liegt. Denn dazu kommt jetzt schon das Besondere an diesen beiden Büchern. Es gibt nicht wirklich den Hauptcharakter. Es wird zwar im ersten Buch als Marie und auch im zweiten als Marie deklariert, ist es aber eigentlich nicht. Aber mit Marie fängt es alles an. Und zwar, und das soll jetzt, das ist auch das Besondere an diesem Buch, dass es nicht wirklich einen Hauptcharakter gibt. Jedes Kapitel ist von einer anderen Sichtweise geschrieben. Und in diesem Haus in der Tuchvilla, vor dem Ersten Weltkrieg, in Augsburg, der erste Teil befindet ist 1913, startet 1913, vor dem Ersten Weltkrieg noch. Und da ist es wirklich noch so mit Herrschaft, ne? Die haben eben an eine Tuchfabrik und die Familie Melzer ist das. Und die lebt in der Tuchvilla und diese werden betrachtet und was da so alles passiert. Die haben halt zwei Töchter, die würden gerne heiraten so langsam. Und noch einen Sohn. Und und dann gibt es natürlich das Gesinde, auch in der jeweiligen Rangordnung. Und da passiert auch so einiges. Und was da so alles passiert, das steht aufgeschrieben in den beiden Büchern. Und wie gesagt, es ist von jedem immer, also die Kapitel wechseln dann immer die Ansichten. Aber wenn eine Person das schreibt, hat man nie das Gefühl, die anderen Personen aus den Augen zu verlieren. Die kommen dann trotzdem immer wieder vor und man erfährt dadurch auch Sachen dann, wie die Geschichten dann weitergehen bei den anderen Personen. Und es ist auch eigentlich total gar nicht verwirrend, obwohl da wirklich viele Personen dann mal ein Kapitel haben für sich. Man verliert da nie den Überblick, weil dann trotzdem immer noch auf den anderen Figuren mit eingegangen wird. Und das ist ein schöner Zusammenspiel, wie das in einem, so einem Herrenhaus damals so funktionierte und dieses Leben war. Diese, genau, schon Langeweile von der Herrschaft und den vielen Arbeiten des Gesindes. Und ja, und darum geht es im ersten Teil, geht es dann eher um die Liebschaften der Hausbewohner, vorrangig dann den zwei Töchtern der Melzern und auch um Marie. Und und das Buch endet dann mit Beginn des Ersten Weltkriegs. Und im zweiten Teil wird es halt weitergeführt. Da sieht man dann das Leben, wie sie zurechtkommen in Zeiten des Krieges. Also auf, Lebensmittelrationen,
auch wenn die Messes dann auch noch Geld haben und zu den höherklassigen sind, haben sie ja trotzdem das Problem, dass die Tuchfabrik nicht wirklich dann produziert und ja, stillsteht und ja, dadurch auch keine Einnahmen haben, sondern nur ihre Kosten. Und ja, dann wird in der Tuchvilla noch ein Lazarett eröffnet für verwundete Soldaten. Und auch durch ein Mitglied der, oder einen Bewohner begleitet man auch in den Krieg. Und es ist dann schon trauriger, weil eine andere Zeit angebrochen ist. Ne? Also im ersten Teil ist dann noch alles locker flockig, mehr oder weniger. Und im zweiten Teil, da hat dann schon jeder mit den äußeren Umständen zu kämpfen. Und jeder versucht das nun auf seine eigene Art und Weise zu, ja, zu realisieren. Und ja, da gibt es dann auch Tod und wieder Intrigen und wieder Liebe. Liebe ist immer ja gut in historischen Romanen. Aber es ist jetzt nicht wirklich kitschig geschrieben. Aber so. Es ist halt wieder der zweite Teil, wie der erste, sind dann halt so ohne Hauptcharakter, kommen sie aus. Und man muss wirklich sagen, dass bei diesen Büchern der Covertext nicht das wiedergibt, was in dem Buch steht. Auch viel spoilert, aber mehr Drama aufschreibt oder deklariert, als eigentlich in dem Buch ist. Das Drama findet auf anderer Ebene statt, als der Cover signalisiert. Und ja, das ist ein wenig schade. Aber man spielt dann doch schon in den beiden Büchern so ein kleines, so ein Mäuschen, was dann so sich einschleicht und so erfährt, was dann so alles so passiert und wer dann was tratscht und wer welche Meinung über den anderen hat und wer wieder irgendeine Heimlichkeit getan hat in der Villa. Und ja, und das macht es eigentlich aus, weil das wirklich mal nicht so ein typischer, ja, historischer Roman ist, sondern wirklich, ja, das Leben einer Villa betrachtet. Und ja, ich vermute mal, es gibt noch einen dritten Teil. Und ich könnte es mir mal in den Kommentaren schreiben, ob ja oder nein. Ich vermute aber schon, weil eigentlich Potenzial wäre noch da. Und es ist eigentlich auch so geschrieben, der zweite Teil, dass da noch ein dritter kommen könnte. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit meiner Doppelrezension, weil sich gleichen beide, das sind wirklich beide grandios geschrieben und auch beide über 700 Seiten. Und ja, es macht Spaß, den Personen zuzusehen und zu lesen, wie sie sich weiterentwickeln. Und ja, es gibt manchmal Momente, wo man die Person dann nicht so mag, aber man liebt sie trotzdem irgendwie. Man hat sie lieb gewonnen, und zwar jeden Charakter in den Büchern. Und ja, da bin ich gespannt, ob das mal weitergeht. Ich hoffe schon. Und ja, lest es auf jeden Fall. Es ist auch lohnenswert, erst den ersten Teil zu lesen, ne? Vom zweiten. Man kann es auch einzeln lesen. Aber ich finde, man sollte mit dem ersten anfangen, um mehr dann die Zusammenhänge zu verstehen. Und wie sich das alles so entwickelt hat, wie es jetzt so gekommen ist. Ja, das war's von meiner Seite. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr das schon gelesen habt, die Tuchvilla, oder davon gehört habt. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!